Ja, jeder kann ja selbst überlegen, welche Bedeutung das Osterfest plus Karfreitag hat. Christliche Bedeutung, das war ursprünglich so, oder kommerziell. Ne? Also ich bin hier vorbeigelaufen in der Poststraße, heißt die. Haben sie Blasmusik. Ich bin ja über die Musik auch an die Kirchen ein bisschen rangekommen. Das hat immer auch was mit Tradition und Kultur zu tun. Also das kann man nicht total ablehnen, finde ich. Es gibt Leute, die lehnen das total ab. Und ich kann dem was abgewinnen. Geht da schon um Glauben. Irgendwas muss man ja schon glauben. Manche glauben ans Geld, ja, und zahlen noch nicht mal richtig ihre Steuern. Ja. Solche gibt es auch. Ne? Ich gehöre ja einer Partei an, die möglichst viel Gerechtigkeit in die Welt hineinbringen will, soziale Gerechtigkeit, und dort anfangen, wo man lebt, in der Gemeinde. Wo denn sonst? Ne? Wenn es hier ungerecht zugeht, wie soll es denn in Afrika zugehen? Das ist die Begründung. Ne? Jetzt bin ich hier wieder auf der Hauptstraße. Es ist relativ kalt. Es soll ja schön mild werden zu Ostern. Dann können die Gäste kommen. Zu uns kommen 13 Gäste. Und der Opa ist immer für die Kinder zuständig. In diesem Sinne, schlafen Sie gut und bleiben Sie ruhig. Morgen ist eigentlich der ruhige Karfreitag. Und tanzen Sie, wenn überhaupt, dann nur im Wohnzimmer, wenn es keiner sieht.